So, hier in den Händen halte ich eine wunderschöne Resonator-Gitarre oder Dobro. Dobro ist ja eigentlich ein Markenname, aber gemeinhin werden diese Instrumente Dobros genannt, weil die ersten Instrumente dieser Art von den Dobiera-Brüdern aus der Slowakei in den USA entwickelt wurden. Und die haben damals für die National String Company gearbeitet und somit gab es eine Zeit lang diese Instrumente unter dem Label National und dann später, als die Jungs sich selbstständig gemacht hatten, unter dem Namen Dobro. Und Dobro war dann ein Wortspiel sozusagen als Abkürzung von Dobiera, aber auch im Slawischen das Wort für gut, also eine gute Gitarre, ein schönes Instrument. Ja, und dieses schöne Instrument ist sozusagen ganz im Vintage-Style gehalten. Wir haben hier Rope-Binding, sogenanntes, das heißt immer abwechselnd helles und dunkles Holz, sowohl oben als auch unten. Und der Korpus und die Decke sind aus Mahagoni. Das ist auch ganz typisch, dass man damals Mahagoni verwendet hat. Die Decke ist bei diesen Instrumenten tatsächlich gar nicht so wichtig, ne? Das heißt, die ist sowieso für den Klang irrelevant, sondern vielmehr kommt ja der Ton hier aus dem Resonator. Das heißt, eine richtig schöne Blechbüchse, wenn man so will. Und der Kopf ist bei diesem Instrument als Slothead gehalten, also auch ganz traditionell. Geschlitzter Kopf. Und das Halsprofil ist breit, ein breites Halsprofil. Also nicht wie bei einer Western-Gitarre, sondern eher wie bei einer klassischen. Dadurch ist der Hals sehr stark und die Seitenlage relativ flach. Das heißt, man kann die auch super mit einem Bottleneck spielen. Ich habe jetzt gerade keinen hier. Aber dem Grunde nach geht's. Und die spannende Frage natürlich immer, wie klingt das gute Stück? So klingt das gute Stück. Fingern spielt. Und natürlich ganz wichtig, die Bluegrass-Sachen, ne? Das heißt, es ist natürlich prädestiniert für so. Ja, wie gesagt, ein Ding, was echt Spaß macht. Man kann es auch super mit Bottleneck spielen. Ich habe nur leider gerade keinen flachen da, sondern nur einen gewölbten. Insofern kann ich es jetzt nicht vorführen. Muss man selber ausprobieren.